Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Mikey aus Mikeys Atelier. Ich muss kurz entschuldigen, das Erdbeben hier gleich zu Anfang. Das lässt sich leider nicht verhindern. Mein Stativ ist doch etwas wackelig auf den Beinen gerade. Warum auch immer, die Kamera einzuschalten, ist einfach schon zu viel. Ja, egal. So. Herzlich willkommen auf meinem kleinen Strick-Podcast-Kanal. Hier geht es ganz viel um Wolle, um Gestricktes, ja natürlich auch in dieser Folge um das Hohenloher Wollfest und Kiel geholt, obwohl ich natürlich das Hohenloher Wollfest in meinem letzten Video schon gut behandelt habe, aber ich habe noch was unterschlagen, das muss ich nochmal nachreichen. Jo, kurz nochmal eben vorweg zum rechtlichen Teil. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Der Gesetzgeber verlangt, dass ich das sage, weil ich euch Dinge in die Kamera halte, die nicht meinen Namen tragen. Ihr könntet zum Kauf angeregt werden und ja, wisst ihr Bescheid. Dauerwerbesendung. So, mein Name Mikey, Mikeys Atelier. Ich bin 47 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und zwei Katzen im schönen Bremerhaven. Wer noch mehr über Bremerhaven erfahren möchte, es gibt jetzt online eine kleine Werbeserie über Bremerhaven Lehe und deren Geschäfte und Geschäftsinhaber. Ja, ganz niedlich gemacht. Wer sich dafür interessiert, gerne mal bei Wolleholiker in der Gruppe Wolleholiker Strickschneller, das Leben ist kurz vorbeischauen. Gabi freut sich bestimmt über Zuwachs. Und da könnt ihr dann auch noch ein bisschen mehr über Bremerhaven Lehe online erfahren. Tja, so, sie ist nämlich auch Teil davon. So, wer sich da interessiert, gerne mal reinschauen. Ist bestimmt ganz niedlich. So. Jetzt muss ich ja noch mal eben dazu sagen, mein letztes Video ist mittlerweile 3 Wochen her. Ich habe ja sonst eigentlich immer so im 2-Wochen-Rhythmus aufgenommen. Ich konnte letzte Woche aber nicht aufnehmen, da ich in Duisburg war, auf der Kiel geholt. Ja, ich war dabei. Freu. Es hat super viel Spaß gemacht, aber dazu später mehr. Jetzt noch mal eben meinen kurzen Nachtrag zum Hohenloher Wollfest. Ich hatte nämlich letztes Mal unterschlagen, weil ich das, ich hatte die kleinen Teile schon so ein bisschen, ja, verräumt und aus den Augen, aus dem Sinn so ungefähr. Ich hatte so viel auf dem Tisch, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Und zwar war ich beim Hohenloher Wollfest bei Jolas Perlenwerkstatt bei Nancy Hassebusch. Ja, ich habe sie vorher nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Obwohl sie gar nicht so weit weg von mir wohnt. Also Luftlinie vielleicht 20 Kilometer. Sie kommt nämlich aus Nordenham. So, ich hoffe, dass das richtig rumgezeigt wird. Ich muss gucken. Ich habe nämlich heute mal wieder entschieden, das ist so ein bisschen Technikproblem bei mir. Wenn ich mit der Rückseitenkamera aufnehme, dann sehe ich ja nicht, was ich euch so in die Kamera halte. Das heißt also, ich spiegel meinen Video auf meinem Fernseher. Da ist aber ein kleiner Zeitversatz drin. Und das Problem ist, dass ich diesen Zeitversatz dann auch im Video habe. Völlig blöd. Das heißt also, meine letzten beiden Videos habe ich ganz umständlich bearbeiten müssen, weil ich die Tonspur und Bildspur erstmal justieren musste. Ja, egal. Jetzt mache ich es nochmal wieder so rum. Wenn es jetzt falsch rum gespeichert wird, dann muss ich nochmal gucken, wie das dann korrigiert werden kann nachher. Ob ich das korrigiert kriege, sonst gibt es heute halt wieder spiegelverkehrt. Guckt, Nancy Hasselbusch, ich mache mal eben kurz mein Hintergrundlicht aus, weil das blendet doch arg. Er stellt es nicht scharf. Obwohl das sind doch, ist doch ein Schaf, mein Gott, stell das scharf, du Schaf. Aber die sind eigentlich ganz süß, aber man kann die gar nicht so schön sehen. Also zwei davon sind schon ausgezogen. Die habe ich Peggy mitgebracht. Die liebt nämlich Schafe. Ja. Und dann habe ich noch gekauft. Das kann man jetzt wahrscheinlich genauso schlecht erkennen. Das sind kleine Kühe. Doch, ich glaube, das kann man erkennen. Ne? Kleine Kühe. Und dann hat sie mir, als ich die ausgesucht habe, hat sie gesagt, die habe ich extra von der Nordsee mitgebracht. Dann sage ich, toll, ich bringe sie wieder zurück.
Und dann hat sie mich erst erkannt. Also dann wusste sie auch, wer ich bin. Aber ich wusste trotzdem noch nicht, dass sie auch die Veranstalterin des Stricktreffens in Nordenham ist. Dann habe ich mir die noch mitgebracht. Die fand ich auch ganz toll, weil die so ein bisschen in Regenbogenoptik daherkommen. Und ich weiß, Eskalation pur, ne? War ja letztes Mal schon. Und noch kleine Kätzchen. Vier Stück. So, davon ziehen natürlich noch ein paar wieder aus, weil ne, wer braucht so viele Maschenmarkierer? Ich brauche ganz viele Maschenmarkierer. Ich weiß gar nicht, ob ich die letztes Mal gezeigt hatte. Ich glaube ja. Das sind kleine Friedenstauben. Ich glaube, die habe ich gezeigt. Das waren auch Maschenmarkierer. Und an der Stelle hätte ich eigentlich schon drauf kommen müssen. Die sind übrigens von Nitpro in so einem kleinen süßen Netzbeutelchen mit Reißverschluss sogar. Also gar nicht mal so billig dahergekommen. So, das sind schon mal die Kleinteile. Jolas Perlenwerkstatt, müsst ihr euch mal merken. Sie stellt übrigens auch wunderschönen Schmuck her. Sie war in Hohenlohe und sie war auch in Duisburg. Da habe ich sie wieder getroffen und habe dann auch mal so über den Schmuckstand geguckt. Also, die hat schon richtig was. Ja, also wäre ich jetzt eine Frau, dann hätte ich da vielleicht sogar noch eine Kette gekauft. Ja, so, das sind auch Maschenmarkierer, aber. Warum nicht das alles hier? Ich wollte hier eigentlich nur Sachen stehen haben, die ich euch heute zeigen wollte. Zum Thema Bremerhaven habe ich heute entdeckt Bremerhavener Bonschen. Die heißen wirklich Bonschen. Das sind Honigbonbons mit Kaffee von Bohnengold. Also aus einer Honig, also ist Handarbeit aus Bremerhaven. Seestadt Honigmanufaktur heißt das. Die muss ich mal probieren, habe ich heute entdeckt und habe gesagt, nehme ich gleich mal mit. Bei Honigbonbons mag ich eigentlich auch ganz gerne. Genau. So, dann gehen wir jetzt vom Hohenloher Wollfest, gehen wir jetzt mal so langsam weiter in die Zukunft und zwar das Wochenende nach dem Hohenloher Wollfest war nix. Doch, da war was. Ich hatte Geburtstag. Genau. Genau. Nein, hatte ich da schon Geburtstag? Nein, ich hatte eine Woche später Geburtstag. Wie war denn das? Wie lange ist das Hohenloher Wollfest jetzt her? Ist schon 4 Wochen her, oder? Genau, eine Woche nach Hohenlohe habe ich aufgenommen. Darauf die Woche hatte ich dann Geburtstag. Genau, und das habe ich clever angestellt, weil vor 47 Jahren, als ich entschieden habe, auf die Welt zu kommen, habe ich das schon so geplant, dass ich eine Woche vor Duisburg, also vor Kiel geholt, Geburtstag habe, damit ich mir zum Geburtstag Geld wünschen kann, was ich dann in Kiel, bei Kiel geholt ausgeben kann. Das habe ich gut gemacht, ne, Kiddos? Ja, das habe ich ganz toll gemacht. Ja, und dann habe ich, also ich mache mal eben mein Licht wieder an, sonst das vielleicht, es ist ein bisschen. Ich glaube, so reicht das, ne? Muss nicht ganz so hell sein. Dann hatte ich Geburtstag. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Geburtstag. Ich hatte ja Geburtstag. So, hohoho. Dann habe ich tatsächlich viele Geschenke gekriegt. Also von meinem Schatzi habe ich ja bekommen dieses Mikrofon. Das hatte ich ja schon vorher. Das hat er mir dann einfach schon gegeben, weil ich es einfach schon gut gebrauchen konnte. Das hatte ich also schon 2 Wochen länger. Und dann habe ich noch ein bisschen Geld gekriegt für Kiel geholt. Ich habe mich auch alles ausgegeben. Und von meiner lieben Freundin Peggy hat, weil ich ja immer so ein bisschen Amigurumis wollte ich ja mal gerne mal so machen. Und dann hat sie mir auch 2 schöne Bücher mitgebracht. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo ein schönes Bild. Ah, hier ist ein Dingens bei. Das finde ich ja süß. Ne? Das finde ich ja süß. Gucken. Ein kleines Schäfchen. Also die sind da eigentlich alle mal so groß abgebildet, aber es gibt hier ein Teilchen, was ich so süß fand. Das finde ich jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle auch nicht wieder. Ich habe es mir noch nicht markiert. Das ist wirklich ein süßes Büchlein. Ganz vielen kleinen putzigen Freunden. Kleine Teddybären.
werden dann gehäkelt, ne? Also Amigurumis ist ja immer dann gehäkelt. Und das fand ich total süß. Jo. Da werde ich bestimmt mal das ein oder andere nacharbeiten. Guck mal hier. Zwei liebe Freunde, die ich ganz doll lieb haben. Ja, finde ich süß. Und dann gab es aber noch ein Buch. Und zwar das hier. Da sind ganz, ganz viele schöne Tiere drin, also verschiedene Tiere. Kat Was ist da drin? Eine Katze, Nashorn, ein Eisbär, ein Tiger, ein Fuchs. Das wäre übrigens was für Pearl and Knit. Eine Giraffe, ein Zebra, ein Elefant, ein Affe, ein Hase, ein roter Panda, ein Ameisenbär und auch ein Schaf ist da drin. Das ist auch total süß gemacht und da muss ich mal gucken. Die kann man auch in verschiedenen Größen dann machen. Oder die werden dann auch verschieden groß. Da müsste ich mal eben jetzt ein Beispiel finden. Steht das irgendwo bei? Tüdelülüt. Das steht da nicht so wirklich bei. Ein Waschbär ist das übrigens, kein roter Panda. Tüdelülüt. Das steht da irgendwie jetzt gerade nicht bei, wie groß die werden. Aber sind halt immer, also sind relativ einfach gemacht, weil die haben immer Standardbeine, Standardarme. Und Standardkörper tatsächlich auch so ein bisschen. Alle einfach so ein bisschen. Ist alles eigentlich in Birnenform, wollte ich sagen. So. Dann gibt es hier noch ganz viel Erklärung zur Wolle, zu Materialien, auch mit Füllmaterialien. Also wer sich da mal dran versuchen möchte, kann ich durchaus empfehlen. Auch schöne, schöne Sachen dabei. So, ich muss hier mal eben ein bisschen wieder umräumen. Dann gab es da noch dabei, du kleine süße Wollknäuel. So mit Glitzer, also Glitzergarne sind das. Die gibt es beim Teddy, gibt es die. So kleine Garnknäule. Die reichen ja meist für so ein Amigurumi. Da braucht man ja immer nicht viel. So, das Ganze in sechs verschiedenen Farben. So einmal quasi quer durch den Regenbogen. Das ist auch nicht schlecht. Jo. Dann habe ich auch noch bekommen, eigentlich zwar nicht zum Geburtstag, aber es passt halt sehr schön, weil ich an meinem Geburtstag wäre ja Stricktreffen gewesen. Und ich wäre eigentlich auch beim Stricktreffen gewesen, aber weil Geburtstag war, war meine Family hier. Und dann, ja, kann ich natürlich nie weg zum Stricktreff. Das geht nicht. Eine kleine Nadelgarage bekommen. Die wurde mir dann auch überreicht von Peggy, weil ich ja dann den Tag nicht da war. Hat Claudia gemacht in liebevoller Handarbeit. Ja, made by. Ja, da hätte sie jetzt noch Claudia drunter schreiben müssen. Ist, wie auch immer man das macht. Aber eine kleine Nadelgarage, das freut mich. Ich hatte in Hohenlohe schon vor sowas gestanden, habe gedacht, aber ich wollte noch ganz viel Geld dafür haben, für so ein kleines bisschen Stoff. Also ich meine, natürlich, das ist Handarbeit, ne? Will ich gar nicht sagen, aber ja, so dann war auch, ja, die Farben waren da nicht so hundertprozentig, wo gesagt, ja. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Ach so, ich habe noch bekommen, knister, knister, einen schönen Kammzug von Gabi. Und der Kammzug kam dann quasi mit einer Nachricht. Also ein Kammzug ist ja schön und gut, aber ich kann ja noch gar nicht spinnen. Ich spinne zwar manchmal, aber ich kann es noch nicht. So, also Azubi, der ich ja bin, hat einen Kammzug bekommen mit der Nachricht, ich kriege noch einen Spinnkurs. Gabi kann ja Wolle spinnen, also Garne spinnen, das kann sie. Also bringt sie mir das bei. Knister, knister, ist gleich vorbei. Keine Angst. So, das mal eben beiseite. Ich tauche mal kurz ab. Das auch beiseite. So, das waren meine Geburtstagssachen. Ich habe von meinem Bruder auch noch einen Wollgutschein oder einen Gutschein bekommen für, ah, jetzt muss ich überlegen,
Jetzt ist mir das wieder entfallen. Ich habe es, vorhin hatte ich es noch im Kopf. Ich habe heute Morgen eine ganze Weile auch auf der Seite verbracht, wie schon mal zuvor. Und der Online-Shop ist da sehr schwierig, zumindest für mich. Also wenn ich einen Online-Shop habe, dann möchte ich eigentlich nicht nur eine Hauptseite haben, wo ich dann 20 Millionen Seiten lang scrollen muss, sondern ich möchte ganz gerne, dass ich auch eine Sortierfunktion habe in diesem Shop, dass ich sagen kann, okay, ich interessiere mich für diese Partie, dass ich nur das sehe. Dieser Online-Shop ist wahnsinnig groß, umfangreich. Die haben unheimlich viel an Auswahl, überwiegend Strickkits quasi, wo man praktisch das Muster und die Wolle kaufen kann. Finde ich schon mal ganz schön, ist aber natürlich, wie es meistens so ist, wenig für Herrenmode dabei, ist auch ein bisschen, aber meistens dann halt, ja, so, ich sag mal, 0,15, was ich schon so hängen habe, ne? Ja, Schals, Mützen sind da so drin und man kann da auch Wolle kaufen, aber man muss, wie gesagt, da irgendwie so durchscrollen, bis man dann, oder ich habe den Shop einfach noch nicht verstanden, das kann natürlich sein, weil Klein Mikey, ne, Azubi, doof. So. Nein, nicht doof. Nur ein bisschen. Jo. Ja, dann war ich. Lass mich überlegen. Also, genau. Ich war, also Geburtstag, ne? Ich, Nachtrag Hohenlohe habe ich gemacht, Geburtstag habe ich gemacht. Ich muss mal abhaken, ich habe eine kleine Liste gemacht. Der wird ein längerer Podcast, Entschuldigung. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde rum und ich habe noch nicht mal richtig angefangen. So, und ich wollte ja ursprünglich, das habe ich ja schon mal gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht nach Hohenlohe fahren, weil das ja viel zu weit weg sind. Das waren ja 650 Kilometer, glaube ich, war das weg. Und das war schon richtig viel zu fahren und das habe ich ja auch aufgeteilt. Ich bin am ersten Tag bis nach Fulda gefahren, das waren 4 Stunden Fahrt. Die letzten 2,5, 2 Stunden bin ich dann am nächsten Tag erst gefahren, hatte mich dann halt in Fulda in einem Hotel eingequartiert und bin auch nur für einen Tag in Hohenlohe gewesen. Am Sonntag war ich dann nicht mehr da, weil ich dann ja schon wieder nach Fulda gefahren bin und nächsten Morgen bin ich dann von Fulda aus wieder nach Hause gefahren. Also habe ich praktisch jeden Tag 400 Kilometer zurückgelegt, 3 Tage plus Hotel. So, das Hotel war sehr einfach da. Es genügte den Ansprüchen, sagen wir mal, für ein B&B. Ist halt ein B&B, ne? Also Bed and Breakfast. Und viel mehr muss man davon auch nicht erwarten. Zimmer waren schön und sauber und alles auch tutti-toll. Aber wenn du praktisch aus dem Hotel rausgehst, dann stehst du gleich an der Hauptstraße. Das ist natürlich so ein Manko. Es gibt ja nicht so irgendwie so einen Hof oder wo du dann noch irgendwo draußen sitzen kannst oder sowas. Das hatten wir jetzt in Duisburg. Hatte ich mich ja verabredet mit Miriam, ne? Mit der ich auch in Hohenlohe unterwegs war den Tag. Ja, Miriam ist dann schon früher angereist und hat sich dann im, hatte sie mir vorher auch geschrieben, im Select Hotel hat sie sich einquartiert in Oberhausen und das war ein total schönes Hotel. Und wir hatten ja auch so super Glück mit dem Wetter, ne? Es war also wirklich das Duisburger Wollfest, das Kiel geholt, war ja in diesem Landschaftspark. Das war Landschaftspark, das hört sich dann so toll an, ne? So sieht alles schön aus. Also eigentlich ist es ein altes, ich denke mal, Stahlwerk gewesen, wo man quasi, das ist übergeblieben, das ist Leerstand, das wird nicht mehr bewirtschaftet, es ist verrottet so vor sich hin. Hat natürlich für so ein Wollfest einen total tollen Charme, weil da prescht wirklich verfallene Ruine auf. Ja, bunte, grelle Farben teilweise. Also es war auch wirklich schön. Also für mich hat es gepasst. Ja, ich habe mich dann auch da mit zum Beispiel Tanja aus Duisburg unterhalten, die quasi da jeden Tag drauf guckt und sagt, das ist einfach nur schrecklich, das sieht einfach nur hässlich aus. Ist nicht wirklich schön. So, und ich kann mir das so vorstellen, wenn man als Duisburger da vorsteht und sieht das jeden Tag und sieht das da langsam aber sicher vor sich hin vergammeln, dann ist das vielleicht nicht unbedingt hübsch. Ja, aber so wenn man da mal ist,
ich denke schon, dass das doch eine schöne Location dann ist. Das hat auch gepasst. Ich packe euch hinten mal ein paar Fotos ran. Ich habe ein bisschen was fotografiert, festgehalten. Also für mich, das hat einen ganz tollen Charme gehabt. Also teilweise die Ecken sahen wirklich aus wie Lost Places. Also wirklich, da habe ich auch so einen kleinen Faible von für. Ich gucke mir sowas gerne an. Ja, egal. Kommen wir mal zu den Ausstellern. Aussteller, ich muss mal eine kleine Extra-Sektion machen. Und zwar, jetzt muss ich mal eben den Zettel wiederfinden für, hier ist er, gar nicht so weit weg, für Milo-Bags. Ich hoffe, ich kann es drehen. Milo, Mylo und dann Bags, wie man es halt spricht. Sie hat aus meiner Sicht eine echte Weltneuheit quasi gerade entwickelt und hat das bei Kiel geholt, erstmals vorgestellt. Also sie macht richtig wunderschöne Taschen, robuste Taschen, die wirklich auch was aushalten, wo man jetzt nicht so ganz vorsichtig mit umgehen muss. Und ja, da werde ich auf jeden Fall noch Kunde werden, weil für diese Weltneuheit, da muss ich mal ein bisschen erklären. Ich habe, glaube ich, auch Bilder gemacht, die ich euch mit ranhängen kann noch, von dieser Weltneuheit. Das ist quasi eine Handarbeitstasche, die man in Segmenten sich selber zusammenstellen kann, was man gerade braucht, wie man es gerade braucht. Sie näht auf Bestellung, wie man es braucht. Und man hat also unheimlich viel Auswahl an Farben, an Formen. Und also es gibt ein Grundgerüst quasi, ein Basic Layer, wo man dann halt bestimmte Fächer hat, bestimmte Anzahl von Fächer. Und dann gibt es eine Sektion, da sind quasi Druckknöpfe dran. Nur Druckknöpfe. So, und an diese Druckknöpfe, die kann man dann von, weiß nicht, 3 bis 6 reich machen oder so, je nachdem, wie viel man gerade braucht. Und an jedem diese Druckknopfreihe kommt dann so ein Inlay ran praktisch, dass man sich auch selbst aussuchen kann, nach Bedarf, wie man was braucht, ob man nun für einzelne Nadel, für Nadelspiele oder für Rundnadeln, für Häkelnadeln, für extra Sachen, für Schere, was man nicht alles so braucht, Maschenmarkierer, unheimlich viele Möglichkeiten und man hat die Möglichkeiten, das quasi selbst mitzugestalten und sie näht das auf eine, ich finde, sehr, sehr professionelle Art und da hat man wirklich was Individuelles und für diese Tasche, die ist quasi dann zum Mitnehmen und wenn man jetzt mehrere Inlays hat, die man dann vielleicht tauschen möchte, weil man jetzt sagt, so heute hat man Häkeltag, man geht jetzt zum Häkeltreff oder nächsten Tag geht man zum Stricktreff, so dann macht man den einen Tag halt das Häkelinlay rein, das nächsten Tag macht man Strickinlay rein, man hat eine ganze Menge Fächer auch für Anleitungen, da passt also alles Mögliche rein und da wäre ich definitiv Kunde. Das ist auch gar nicht teuer, habe ich festgestellt. Also gut, man bezahlt natürlich für die ganze Handarbeit, aber verglichen jetzt mit anderen Taschen, die ich so schon gesehen habe, ist die wirklich gar nicht so teuer. Da kann ich eigentlich nur empfehlen, sie fängt ja gerade erst an mit diesen Taschen. Sie hat tatsächlich zum Duisburger Wollfest gerade 2 Taschen davon genäht und eine davon war ihr Ausstellungsstück. Und das hat mich so geflasht. Es gibt dann auch noch so eine Wandhalterung praktisch. Also die kommt mit einem Bügel quasi. Da kann man auch ganz viele Knöpfe dran machen lassen, so viele Inlays man hat oder man haben möchte irgendwann auch mal. Das ist ja immer ausbaubar. Es ist alles untereinander kompatibel. Und das finde ich total klasse an dieser Idee, die sie da hat. Und also ich werde da definitiv noch Kunde werden. Das werdet ihr bei mir dann auch irgendwann noch sehen können. Wird allerdings einen Moment dauern, weil ich natürlich erstmal gucken muss, was brauche ich, wie brauche ich das. Und ja, ich habe im Moment halt immer noch nicht wirklich viel Zeit, mich darum zu kümmern. Aber ja, Milo-Bags, Nia heißt, also sie nennt, wie heißt sie, Niandra?
Niandra heißt sie, steht hier drauf. Und sie, also sie nennt sich selbst Nia. So, Niandra. Und sie hat auch, also was sie auch übrigens macht, ist dieses Kunststicken. Da hat sie auch, ist maschinell, aber man kann ihr zum Beispiel ein Bild schicken und sagen, mach mir davon bitte ein gesticktes Bild. Und dann arbeitet sie das auch richtig aus, so mit den Konturen, mit Höhen, Tiefen, dass das wirklich auch einen 3D-Effekt hat. Richtig, richtig schick. Und hier sehe ich auch gerade, es gibt auch eine Milo Man. Die ist mir da tatsächlich gar nicht so ins Auge gefallen, aber da ich ja auch so ein Männerhandtaschen-Fan bin, ich habe ja schon eine, ohne die gehe ich auch quasi nicht mehr aus dem Haus. Und das Gute ist, man kann sich diese Taschen, wenn man die bei ihr bestellt, auch mit einem eigenen Logo zum Beispiel versehen lassen. Und das will ich natürlich dann auf jeden Fall tun, weil, ne? Mikeys Atelier ist ja schließlich auch eine Marke. Aber noch habe ich ja nicht ausgelernt. Ich bin ja noch Azubi. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ja. Also Milo Bag ist richtig eine Empfehlung von mir. Die, also wirklich, richtig, richtig toll. Ich kriege ja auch nicht bezahlt. Also ich bin einfach wirklich von Herzen begeistert. Weil ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe mit meinen ganzen Stricknadeln. Ich habe zum Beispiel Chow Go, habe ich ganz, ganz viele Nadeln mittlerweile mir zusammengekauft. Und wenn ich natürlich eine Chow Go Tasche habe, dann habe ich für jede Größe ein Fach. Ein Set hat ja nun mal normalerweise auch nur eine Nadelstärke pro. Ne? Also ein für das Seilsystem. Entschuldigung, für das Seilsystem natürlich dann zwei Nadelspitzen und die Seile dazu. Nur die Seile kannst du auch nirgends wirklich so unterbringen. Also bei mir sind die alle noch in diesen Tüten, wie ich sie gekauft habe. Da lagern die dann immer. Und dann kann ich die da halt aus diesen Zippersäckchen mir immer raus operieren. Das finde ich nicht so pralle. Und dafür wäre natürlich eine Tasche, die all das, wo ich alle Nadeln, egal welche Stärke, es gibt da ja das S-System, das M-System, was ich benutze. L habe ich nicht, weil so dicke Nadeln benutze ich eigentlich selten. Dafür habe ich dann mal Holznadeln, wenn es dann mal sein muss. Und das wird auch noch kommen. Also, ich bin versorgt mit Nadeln. Ich habe Nadeln ohne Ende, obwohl ich schon wieder ein neues Set gekauft habe, zeige ich euch gleich. Ja. Also, diese Milo Bag hat bereits das umgesetzt, wo ich lange überlegt habe, wie machst du das, dass du die ganzen Chow-Go-Nadeln in ein Set, in eine Tasche praktisch kriegst. So, und ich bin ja nicht so gut im Taschennähen. Ich habe mich ja schon mal versucht an der Tasche mit den Hunden. Ich glaube, erinnert ihr euch, die steht da auch noch irgendwo hinter. Kann man jetzt nicht sehen, ist alles davor. Ja, ist auch nicht so wichtig. Beim Taschennähen bin ich noch nicht so sehr begabt, bewandert. Übung macht den Meister. Wenn man Zeit hat, macht man das dann auch mal. So. Tja. Und Milo Beck hat mir quasi die Entwicklungsarbeit schon abgenommen. Und sie nimmt mir dann auch die Näharbeit ab, weil so gut würde ich das nicht hinkriegen. Die hat wirklich qualitativ sehr hochwertige Sachen, finde ich. Also, ich glaube, da hat man auch lange, lange Freude dran an diesen Dingen. Und dafür sind sie gar nicht so sehr teuer, finde ich. Das ist richtig klasse. Daumen hoch, wirklich beide Daumen hoch. Milo Bag, ich verlinke euch das mal, wie man sie erreichen kann. Sie hat zwar eine Internetseite und da ist dieses neue System. Zumindest als sie in Duisburg war, war das noch nicht so wirklich da so veröffentlicht. Nur so ein bisschen Basiskram. Und sie muss natürlich jetzt, sie wird das mehr auf Kundenwunsch fertigen, denke ich mal. Und ich werde das auch, kann man auch sein eigenes Logo drauf machen. Das finde ich auch toll. Ja, egal, habe ich schon gesagt. So, dann nochmal wieder zum, ich war beim Hotel, habe ich das jetzt alles schon erzählt, dass wir da, nee, habe ich noch gar nicht erzählt. Hotel, nochmal eben ganz kurz zurück zum Hotel, das Select Hotel in Oberhausen. Also, das hat mich ja eigentlich auch total geflasht. Also erstmal total super freundlich, Rezeption 24/7 besetzt, Zimmer sauber, groß, also wirklich geräumig und günstig dabei. Ich habe für eine Nacht, habe ich keine 60 € bezahlt.
Gut, dann kam das Frühstück noch dazu, aber ne, also ich habe schon teurer genächtigt, definitiv. Und wir haben da schön draußen gesessen. Also wir sind ja Samstag Abend nach dem Kiel geholt, sind wir dann da hingefahren. Es war kurz vor 18 Uhr oder sowas, habe ich da eingecheckt. Sofort alle Fragen beantwortet. Tüdelü, ich hatte mein Zimmer binnen 5 Minuten, habe das bezogen und erstmal gleich, boah, so, das ist aber groß. Also Räumlichkeiten sind wirklich sehr schön groß, hell, ausgeleuchtet, alles tutti. Und ich hatte sogar ein Zimmer im Erdgeschoss. Und ich hatte sogar eine Tür nach draußen zum Parkplatz. Das heißt, ich konnte jederzeit direkt aus meinem Hotelzimmer raus auf die Straße. Ja, ich bin ja Raucher, ne? Aber habe ich gar nicht großartig nutzen müssen, weil ich war ja mit Miriam unterwegs. Und wir haben dann quasi den ganzen Abend, weil das Wetter auch so schön war, haben wir draußen gesessen. Haben wir dann draußen gesessen, gestrickt. Wir haben dann noch was gegessen, noch ein bisschen was getrunken und geschnackt, geschnackt, geschnackt. Und zwutsch war es schon 11:30 und dann haben wir gesagt, oh, jetzt wird es auch langsam frisch. Dann sind wir wieder rein, haben da noch was getrunken und irgendwann 13:30 sind wir dann, glaube ich, ins Bett gegangen oder was. Ja, von daher, ich war nicht großartig von meinem Zimmer nach draußen. Doch am nächsten Morgen habe ich es dann doch noch mal genutzt. Ja, und das war dann auch ganz praktisch. Aus dem Zimmer raus, quasi auf dem Parkplatz, nur noch mal eben meine Taschen rausschleppen. Ich hatte ja doch ein bisschen mehr durch das, was ich alles gekauft habe. Ja, also hat mir sehr gefallen. Select Hotel Oberhausen, wenn Kiel geholt nächstes Mal wieder ist. Es ist auch nicht weit weg. Ihr braucht natürlich ein Auto, logischerweise. Es ist aber wirklich nicht weit weg. Es sind 10, 15 Minuten Fahrt mit dem Auto. Und das kann man durchaus bewältigen. Wer von weiter weg anreist, ist auf jeden Fall eine relativ günstige Alternative. Nur mal so als Tipp am Rande. Ja, ja, war von der. Naja, egal, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir hatten da Gäste, die hatten ein Metal-Konzert besucht. Das ist dann natürlich wieder so ein ganz anderes Klientel, als was ich so gewohnt bin, so in meinem Wohlfühlumfeld. Aber egal, die waren halt auch lustig drauf. Und ja, gut, das war zum Hotel. Miriam habe ich ja morgens abgeholt quasi am Hotel. Konnte mich aber morgens ja noch nicht einbuchen da. Das ging dann erst nachmittags. Und dann habe ich gesagt, gut, reicht auch, wenn ich dann auf dem Rückweg mich einlogge da. Also mein Zimmer beziehe, sage ich mal. So, dann sind wir quasi direkt dann zum Landschaftspark gefahren. Parkplatz riesengroß, aber der war auch schon echt voll. Als wir da angekommen sind, wir sind kurz vor 11 angekommen. Um 11 hat es ja angefangen. Aber Landschaftspark scheint wirklich ein Magnet zu sein. Da fahren viele aus verschiedensten Gründen hin, scheinbar. Was da sonst alles noch stattgefunden hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber habe ich auch nicht verfolgt, hat mich auch nicht so wirklich interessiert. Auf jeden Fall, ja, Parkplatz kostenlos, ne? Kann man, also, und man findet definitiv irgendwo einen Parkplatz. Sonst stellt man sich halt einfach irgendwo hin. Das haben dann auch einige Leute gemacht. Also, Parkplatz riesengroß, man findet seinen Platz. Und ein bisschen laufen muss man dann halt, ja. So, dann kommen wir mal zu dem, weswegen ich ja eigentlich dahin gefahren bin. Ne? In Hohenlohe hatte ich ja schon Annike von Pearl and Knit und Mr. Pearl and Knit getroffen. Und ich verfolge ja auch schon lange ihren Podcast und hatte mich ja schon so in ihre Tasche verliebt. Und dann habe ich sie da ja getroffen und dann habe ich so ein bisschen geweint, ne, dass sie da nicht ausstellen, weil das wäre so schön gewesen. Ich hätte ja gern so eine Tasche gehabt. Und sagt sie, ja, wir sind doch das nächste Mal bei Kiel geholt. Ich sage, ja, aber da bin ich ja nicht. Das ist ja wieder so weit weg. Und ne, ich war nun gerade bei einem Wollfest und 3 Wochen später schon wieder zum Wollfest. Nein, das kann ich doch nicht machen. Da habe ich gesagt, nee, ich komme nicht. Ja, wieder zu Hause vom Hohenlohe habe ich dann noch ein bisschen mit Miriam getextet und dann hatten wir noch ein bisschen geschrieben, über Kiel geholt und dann zack, zack, hatte sie schon gleich das Hotel gebucht. Und da habe ich gesagt, ja, ach, ich guck mal, was kostet das denn? Und ja, war, ne, total günstig und dann noch kurz mit meinem Mann geschnackt. Sagt er, ja, mach doch. So, und dann habe ich mir natürlich Geld zum Geburtstag gewünscht und dass ich da auch was zum Ausgeben habe. Ich habe genug, aber
ne, ist ja schön, wenn man es noch extra hat. So. Und ich habe geshoppt wieder. Wie doof, Leute, ich habe geshoppt. Also, weswegen ich ja hingefahren bin, ne? Ihr seht das jetzt wahrscheinlich wieder falsch rum. Pearl and Knit. Pearl and Knit.de. Das ist auch wieder Werbung von Herzen. Also ich mag den Podcast von Annike. Gucke ich sehr, sehr gerne. Also ein Vlog ist das ja. Sie nimmt ja über die ganze Woche auf und schneidet das dann nachher zusammen. Das war übrigens die Tasche, die ich nur dazu gekriegt habe. Die musste ich nicht bezahlen, weil ich habe nämlich geshoppt. Ich habe geshoppt. Und zwar bin ich wegen dieser Tasche dahin gefahren. Diese Tasche. Die ist so schön. So schön gefärbt. Also, ich bin ja sowas von verliebt in diese Tasche. Gibt es in verschiedenen Versionen. Ne? Deswegen bin ich dahin gefahren. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich dann doch mich entschieden habe, ja, ich fahre dahin. Und dann konnte ich natürlich nicht anders. Ich musste noch Fuchs ausgewachsen mitnehmen und noch ein dazu passendes Garn. Und da kommt jetzt gleich noch was, was ich daraus machen will. Also Fuchs ausgewachsen gefiel mir immer schon in dem Vlog, wenn sie das so in die Kamera gehalten hat, die Annike. Und ich brauchte noch einen zweiten Strang, weil ich daraus nämlich noch, jetzt kommen wir mal eben zu den hier, darf ich das so zeigen? Ja, da steht jetzt nicht wahnsinnig viel drauf. Hier das Bild einmal, das ist der Spicy Autumn. Halt so ein Blattmuster ist das. Ich habe das live gesehen, die hatte auch ausgestellt. Warte mal, von wem ist das denn jetzt überhaupt? Ach, das steht da gar nicht. Doch, von Annelies Strickideen. So, das war übrigens das erste, was ich gekauft habe auf dem Hohenloher Wollfest. Das war das allererste. Und das zweite war dann Annelies Lucky Spring. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Normalerweise kaufe ich ja solche Anleitungen nicht, aber hier habe ich mich mal hinreißen lassen. So, das waren zwei Tücher, die mir ausnehmend gut gefallen haben. Und dieses Spicy Autumn, weil das ja halt Blätter sind, werde ich dann aus diesen beiden Strängen machen. Ich glaube, da komme ich mit hin. Zweimal 100 Gramm Seide. Naja, gut, es muss ja nun nicht die Größe haben. Ich kann es ja anpassen, dass ich halt mit denen so hinkomme, dass das genau aufgeht. Also mehr oder weniger genau. Ein bisschen bleibt ja immer über. Und meine schöne neue Projekttasche. Da passen dann kleinere Projekte rein. Also so ein Tuch wird da reingehen auf jeden Fall. Ja. Mit Jan drauf geplottet. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann, wenn es da falsch rum ist. Nee, ist ja doof. Aber wir können das nicht ändern. So, Tasche, neue Lieblingstasche, ne? Auf jeden Fall. Hat was. So. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen umpacken hier. Ach so, ich glaube, das allerletzte, was ich da gekauft habe, auf dem Wollfest, ist eine Wolle von Aurin Kokere. Ist finnisch. Naturally dyed wool yarn. Also es ist Schafswolle von finnischen Schafen. Ich glaube, finnisch war das, ne? Ja, finnisch, genau. Waren finnische Schafe und das ist halt rein mit Naturfarben gefärbt. Und mich hat das so ein bisschen angesprungen, weil mir die Farben so ein bisschen gefielen. Also dafür, dass das naturgefärbt ist, das wirklich gut, hat das gute, satte Farben. Das gefiel mir ganz gut. Habe ich gesagt, das muss ich mal probieren. Und jetzt muss ich mal eben hier umpacken, weil ich habe hier nämlich schon, ich habe hier Projekte drin, die kommen erst später. So, dann war ich natürlich wieder bei Sven einkaufen. Nee, Sven Lerch. Sonjitsu. Sonjitsu. Ich weiß nicht, wie man auf so einen Namen kommt. Den kann man sich doch gar nicht merken. Das ist ein kleiner Bobbel, 1000 Meter Lauflänge mit Glitzerfaden und Blau und Dunkel und. Oh. Der gefiel mir auch so von der Optik. Hatte ich.
Ja, hatte ich schon bei einer anderen gesehen, die das dann gekauft hatte, hatte mir das gezeigt und ich habe gesagt, oh, den hast du für mich geholt, das ist ja toll. Und dann habe ich natürlich noch ein bisschen gesucht und habe den auch gefunden. Ja, das war aber nicht alles, was ich da gekauft habe bei Sven. Hier habe ich von der Bobbeltruhe habe ich noch einen Bobbel mitgebracht. Der gefiel mir auch ganz gut. Wieder so ein beige, hellblau, dunkelblau. So wie ich ja praktisch bei dem Tuch, was ihr da oben sehen könnt, auch schon verarbeitet habe. Das ist von der Bobbeltruhe. Das ist ein dreifädiges Garn. Ich habe, sonst stricke ich ja lieber mit mehrfädigen. Also dreifädig ist alleine, ist mir ein Hauch zu dünn, aber für, ich denke mal, für so einen Sommerschal oder sowas wird das schon gut gehen. Und da habe ich mir auch noch hier Bobbeltruhe, na, Werbung, habe ich mir schon eine Artikelnummer notiert, 0219. Da gibt es nämlich, gab es einen Bobbel am Stand, der mir von der Faden Zahl nicht gereicht hat. Also ich wollte ihn gerne vierfädig haben. Mehr als vierfädig wickeln die nicht. Also, ja. Ja, also muss ich den in vierfädig, werde ich den online bestellen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das kommt noch. So, und dann, ja, Pearl and Knit, ne? Ich war ja da. Und da kann man ja nicht nur eine Tasche kaufen. Also habe ich noch die Friedenstasche gekauft mit dem Friedenssymbol drauf, sieht von beiden Seiten quasi gleich aus, hat einen schönen Henkel dran. Also die gefällt mir auch. Irgendwie war ich auch an diesem Tag oder eigentlich auch schon seit dem Hohenloher Wollfest so ein bisschen voll auf grelle Farben, wo ich sonst immer gesagt habe, muss ich nicht haben, aber mir gefiel das irgendwie total gut. Und auch natürlich der Gedanke dahinter. Der gefällt mir auch. Von daher. Und so eine Tasche mit Reißverschluss ist natürlich immer besser für unterwegs als so ein Zugbandbeutel. Ne? So. Also habe ich erstmal Taschen gekauft. Ja. Dann. Ah, guck hier. Der zweite Bobbel von Sonjitsu. Ich muss das mal ehrlich auswendig lernen, einen schönen Regenbogen-Bobbel. Regenbogen-Bobbel kann man, glaube ich, nie genug haben. Ich habe im Hintergrund, seht ihr, habe ich auch schon hier die Stränge von Wollholica und da noch von der Garnmanufaktur ist auch ein bisschen Regenbogen und die einzelnen Bobbel da, die habe ich auch in sämtlichen Regenbogenfarben. Ja. Also Regenbogen muss sein, bei mir muss sein. Jo. Haha. Und ich habe geshoppt. Ich habe geshoppt. Es ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, dieses Rosa. Ne? Eingeweihte wissen, wer das ist. Das ist ein Pony. Und zwar hat Pony auch so ein süßes kleines Nadelset. Und ich sammle ja quasi Nadelsets, so mit kleinen Seilen. Und die Seile bei Pony, die drehen ja mit. Irgendwie, wo dreht das denn mit eigentlich an? Und man hat bei Pony angeblich keine Übergänge. Ich habe es noch nicht probiert. Ach, Siegfried, hast du tatsächlich nicht, weil das verschwindet da drin. Du hast also quasi keinen Übergang. Die Seile drehen aber nicht mit. Ich dachte, die drehen auch mit, aber das tun die gar nicht. Aber das ist so ein. Ui. Ja, okay. Muss ich mal probieren. Ne? Werde ich mal ausprobieren. Werde ich mal testen, ob das so meinen Erwartungen entspricht. Das ist so ein, ja, Gummi. Ziemlich weich, backig, stelle ich fest, wenn ich das mal so anfasse. Gucken, ob da überhaupt der Garn rüberrutscht. Ne? Ansonsten habe ich halt noch mal so ein Nadelset. Einfach zum Haben. Ne? Halt Nadelset. Muss man haben. Ja. So. Dann habe ich mir noch eine Tasche gekauft. Und habe ich für einige Lacher tatsächlich in Duisburg gesorgt, weil ich dann damit durch die Gegend gelaufen bin und habe so die ganze Zeit vor meinem Bauch gehalten. Ne? So fällt das ja auch nicht auf, dass es so dick wird. So.
ein kleines Bärchen. Ne? Und dann steht da drauf, ich habe geheime Superkräfte, ich kann Bargeld in Wolle verwandeln. Und der guckt ja jujuj. Der hat da unten so einen kleinen Glitzerboden, also auch abwaschbar, dass der so. Ne? Diesen Beutel gibt es nur ein einziges Mal. Und jetzt frag mich mal, wo ich den gekauft habe. Ich habe den Namen dieses Standes nicht mehr im Kopf. Kann ich nicht sagen. War auf jeden Fall auch was mit Bobbeln. Die haben auch viele Bobbel gehabt. Aber da habe ich schon mal was reingetan. Ne? Kommen wir gleich mal eben zu. Ich gucke mal eben in die Tasche. Nee, da steht sonst weiter nichts drin. So, das ist noch ein Geheimnis. Auf jeden Fall fand ich die so süß. Passt ja, ne? Bärchen passt zu mir, definitiv. Die Farben der Taschen gefallen mir auch. Und die Tasche gibt es nur ein einziges Mal. Und die ist mir. So. Hihi. Entschuldigung. Ja, so. Und mein, ach, da bin ich wirklich, wir waren ja Samstag und Sonntag da. Und ich habe diese Wolle am Samstag schon gesehen. Und habe gesagt, oh, die möchte ich gerne haben. Aber die war so teuer eigentlich. Aber ich habe sie dann doch gekauft. So, beim Wollfeuerwerk. Susanne Eckel. Eine Jack-Seide-Mischung. Ich habe doch schon mal in einem Podcast erzählt, ich suche silberne Wolle. Und habe dann auch gefragt, ob ihr mal Ideen habt, wo man silberne Wolle bekommt. Und die ist wirklich original Silber. Da gibt es. Beißt die Maus keinen Faden ab, das ist ein Grau auf einer glänzenden Base gleich Silber. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich nur ein Shirt, so ein Sommershirt kaufen, davon stricken. Ist ein Lace-Garn mit, ich glaube, 500, ja, 500 Meter Lauflänge hat das. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, selbst für ein Shirt, ne? Ich bin ja. Ein kleines Dickerle, also muss ich doch wohl vier Stränge davon haben. Und ein so ein Strang hat, es ist viel Geld, aber auch die Basis, also die Base, die ist natürlich schon Jackseide, ne, ist nicht gerade die günstigste Alternative. Also man könnte günstiger kaufen, muss man auch nicht. Jackseide hat mich sowieso schon mal angesprungen, weil ich das eine ganz interessante Base finde. Und jetzt habe ich vier davon gekauft und davon werde ich dann ein Shirt stricken. Mal gucken, vielleicht mit Dreiviertelärmel, je nachdem, wie ich damit auskomme. Also es sind jetzt 2000 Meter, da sollte ich normalerweise einen ganzen Pullover mit schaffen. Aber man weiß es nicht. Ne? Es ist ja nun auch ein sehr dünnes, sehr, sehr dünnes Garn. Ne? Ich denke mal, das wird so Nadelstärke 2,5 maximal, denke ich mal. Ich stricke zwar sehr fest und könnte demnach eventuell sogar auch mit Nadelstärke 3 arbeiten, aber ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, nee. Muss ich gucken. Ich werde eine Maschenprobe machen und dann werde ich dazu berichten. Ihr seht ihr dann ja sowieso, ich zeige es euch dann ja auch in die Kamera. So, dann habe ich natürlich auch noch, so, Duisburg, Moment, habe ich alles. Ich habe, oh, ja, ich habe in Duisburg natürlich auch, ich werde ja mittlerweile auch erkannt, das finde ich auch total schön. Man lernt neue Leute kennen. Und dann habe ich natürlich auch mit ein paar Leuten gesprochen. Also bei vielen habe ich einfach gesehen, die sind grinsend an mir vorübergelaufen, haben mich angeguckt oder auch aus der Entfernung angegrinst und die ganze Zeit geguckt, was macht er da? Und also ich habe schon gemerkt, viele, viele Leute mehr haben mich da erkannt als in Hohenlohe zum Beispiel. Da wurde ich nicht so oft erkannt wie in Duisburg. Und nicht alle haben mich angesprochen.
Ich weiß nicht, in Hohenlohe habe ich vielleicht auch noch nicht so die Antenne dafür gehabt, dass ich auch zu den Leuten geguckt habe, weil in Hohenlohe habe ich mehr auf die Stände geguckt. Zumindest bis mir Miriam über den Weg gelaufen ist. Ja, und in Duisburg waren wir halt die ganze Zeit da zusammen und das fand ich total schön. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Miriam. Ich weiß, du guckst diesen Podcast auch. Es hat total viel Spaß gemacht mit dir und gerne wieder, wirklich, weil so ganz alleine über so ein Wollfest laufen ist halt einfach ja langweilig. Sonntag war ich noch bis um 1:30, halb eins oder 1:30 da. Ich weiß das gar nicht mehr. Miriam, musst du mir mal erzählen. Ist auch nicht so wichtig. Sie wollte ja dann noch ein bisschen länger bleiben. Also wahrscheinlich dann auch bis zum Schluss, aber schon wie ich gegangen bin, war da also auch schon ein bisschen ruhiger. Es waren immer noch Leute da, aber es war halt schon ruhiger, deutlich ruhiger. Samstag war auch gut viel los, das war auch gut so. Hat total viel Spaß gemacht und ja, ich habe mich dann zum Beispiel auch mit Bibi Schmidti, die folgt mir auch, also bei Facebook heißt sie Bibi Schmidti. Wir sind da auch befreundet über Facebook und dann hat sie mir erzählt, wir kamen so ein bisschen aufs Thema Spinnen und so weiter und dann sagte ich, ja, ich habe bisher nur eine Handspindel und da auch nicht wirklich viel mit geübt bislang. Also ich bin da noch nicht weitergekommen. Auch ein bisschen aus Zeitmangel und so ein bisschen so, ha, ich traue mich nicht daran. Ich will ja nicht meinen ganzen Kammzug jetzt versauen, den ich habe und den ich von Gabi habe, den rühre ich nicht an. Den gibt es erst zum Spinnrad-Training. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie also auf eBay ganz günstig eBay Kleinanzeigen mal so ein Spinnrad gekauft hat. Und dafür sind die dann auch ziemlich weit gefahren. Und da habe ich gesagt, okay, das möchte ich aber eigentlich nicht so gerne. Und ja, ein Spinnrad kaufen, ich kenne mich nicht so aus. Und dann habe ich natürlich Videos geguckt. Shanti Manu, kennt ihr alle, brauche ich nicht zu erzählen. Aber sie hat dann tatsächlich auch also gute Erklärvideos, wie man mit dem Spinnrad umgeht. Die einzelnen Teile des Spinnrades werden, glaube ich, alle mal genannt, vom Knecht bis zum Flügel. Und dann hat sie auch ein Restaurationsvideo tatsächlich gemacht. Sie hatte sich in einem Video hat sie drei gebrauchte Spinnräder gekauft, die dann auch zu einem recht erschwinglichen Preis da wohl zu haben waren. Und ja, hat da so ein bisschen erzählt, so die Vorteile, Nachteile, worauf man achten sollte. Gut, kam für mich zu spät, weil ich hatte schon bestellt. So, jetzt kommen wir nämlich mal hier zu dem Elefanten im Raum. Ich habe mir ein Spinnrad zugelegt. Ja, habe ich gemacht, ohne irgendwelche Kenntnisse. Ich habe halt einfach mal geguckt nach Spinnrädern bei eBay. Ne? Werbesendung, habe ich schon gesagt. So. Habe ich geguckt und habe eins gefunden, das war für 25 € angeboten. Das lief dann auch nur noch 2 Stunden, die Auktion, und es gab keine Gebote. Da habe ich gedacht, schauen wir mal. Ne? So, dann kamen noch Versandkosten dazu, weil, wie gesagt, ich fahre nicht durch ganz Deutschland um Spinnrad abzuholen, dann kann man sowas auch liefern und das wurde da auch angeboten. Ja, haben wir dann. Also wir ist gut, ich und mein Kaugummi, habe ich mir dann gekauft und das ist dann auch angeliefert worden. Am Donnerstag. Heute ist Samstag. Achso ja, heute ist übrigens Samstag, der 21.05. Das ist, ne, man muss ja auch 2021, 22, 22. Man, ja, man wird vergesslich im Alter, ich sage euch das. Also, 21.05.21. Am letzten Donnerstag ist mein Spinnrad gekommen. Ich habe dann Donnerstag, habe ich da mal so ein bisschen geguckt, ne, wie ist das denn? Ist alles da überhaupt? Wie funktioniert das? Lässt sich das treten? Es hat ganz, ganz bitterlich, hat es gequietscht. Ganz, ganz schlimm, bitterlich gequietscht und geklappert hat das. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ja gut, hast du dann halt ne, 25 € plus 10 € Versand, also 35 € habe ich dann halt in den Sand gesetzt. Und dann habe ich mir dieses Restaurationsvideo von Shanti Manu angeguckt.
und gesagt, ja, wie, so what, das ist doch gar nicht schwer, das sieht so einfach aus, was sie gemacht hat. Und habe dann einfach angefangen am Freitag nach der Arbeit. Ja, waren wieder Überstunden fertig, logisch. Ja. Habe ich das auseinandergebaut. Habe ich auch ein kurzes Video gemacht, das hänge ich euch auch nochmal hinten ran. Also heute gibt es keine Bilder über Blendungen, heute gibt es nur Bilder hinten rangehangen, weil ich habe da letztes Mal ein bisschen echt arge Probleme mit gehabt, auch mit dem Rendern dann. Das war alles Blödsinn. Gut, wieder Technik-Blödsinn, ne? Ja, ich habe es also alles auseinandergebaut und habe schon mal angefangen, die ganzen einzelnen Teile sauber zu machen. Also Metallteile, rostig, kann ich nicht sagen, wahnsinnig, waren aber mit einer schwarzen Patina überzogen. Und das hat man halt früher so gemacht, damit sie eben nicht rosten. Zum Reinigen muss ich es dann aber doch irgendwie abfeilen, also schleifen vielleicht eher. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mit Schleifpapier beigehen, zumindest bei den Metallteilen. Das Holz als solches sieht eigentlich noch recht gut aus. Es sind alle Teile da und ich denke mal, wenn man es vernünftig gereinigt hat, wieder zusammengesetzt hat. Also ich habe es ja wirklich bis auf den Sockel, konnte ich ja alles auseinanderbauen. Also sogar den Knecht, den konnte ich komplett in Einzelteile zerlegen. Und das war alles auch so ein bisschen spiddelig. Vielleicht werde ich mich noch dazu entscheiden, den Knecht wirklich festzuleimen, weil den muss man nicht nochmal wieder auseinanderbauen. Ich denke mal, also diesen ganzen Korpus, den werde ich wohl zusammenleimen dann, dass der wirklich auch eine feste Einheit bildet und nicht in sich ruckelt, zum besseren Arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass man mit diesem Spinnrad dann nachher auch vernünftig arbeiten kann. Wichtig ist natürlich, dass alle Teile vernünftig geölt, gefettet sind. Also, wie gesagt, schaut euch mal das Video von Shanti Manu an. Ich werde auch so ein bisschen den Bearbeitungsprozess meines Spinnrades mitverfolgen, also mit festhalten per Kamera und Fotos und werde euch dann auf dem Laufenden halten. Es wird sicherlich einige Tage dauern, bis ich das wieder zusammengesetzt habe. Ich wollte nämlich heute noch Möbelpolitur kaufen, damit ich das Holz ein bisschen aufpolieren kann. Bisher habe ich es jetzt nur mit Essigwasser gemacht. Das gibt auch so wieder so ein bisschen Leben ins Holz. Ne? Also so ein bisschen so, dass das Holz nach Holz aussieht und nicht nach irgendwas ja, gut abgelagerten. Ne? So, also es kommt wieder ein bisschen Glanz zurück ins Holz. Und das, glaube ich, ist ganz gut. Das, ja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also mit dem Spinnrad umgehen, de facto kann ich noch nicht. Aber wie gesagt, das lerne ich dann noch bei Gabi. Und dann werde ich mich ein bisschen am Spinnen versuchen. Jawohl. Genau, so. Dann, oh, guck mal. Nee, das zeige ich euch nicht. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das will ich nämlich verschenken. So, kann ich euch nicht zeigen. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen, was ich gestrickt habe. So ein halbfertiges Projekt, also halbfertiges Projekt. Monsterpups. Ich muss so ein bisschen Achtung sagen, weil das ist so richtig Bam in Your Face Farbe. Also Achtung, Bam in Your Face, ne? Passt jetzt hier, passiert jetzt hier. Das ist der Monsterpups von Helmis Farbexplosion. Und da ist schon mal eine Socke entstanden. Ja, ich habe da so ein bisschen verbaddelt. Ich wollte die eigentlich in Größe 41, so für mich, weil ich lebe ja nicht auf großem Fuß. Wollte ich auf 41, aber ich war ein bisschen euphorisch hier beim Fußstricken. Also die habe ich wieder von oben nach unten gestrickt, ganz normal. Ne? Oben einen rechts verschränkt, eins links. Mit hier aufgehäkelten Maschen, so wie ich es eigentlich immer mache. Das ist, ne, zieht sich gut wieder zusammen und ist gut dehnbar. Dann habe ich mich für eigentlich gegen ein Muster entschieden oder entscheiden lassen, sage ich mal. Ich hatte überlegt und Peggy sagte dann, du, nee, mach das mal glatt rechts, weil ich glaube, ein Muster würde da verloren gehen. Und hier ist das nun eigentlich so, dass diese Streifung wunderbar von oben nach unten bis zur Ferse, und dann natürlich durch die Zunahmeferse sind hier so ein bisschen die Farben natürlich anders zusammengesetzt, dann unten die Ferse natürlich auch noch mal anders und dann fängt die das Wildern an.
Auch nicht schlimm, nicht schlecht, finde ich ganz schick. Dann natürlich wieder bei der Spitze, kriegt sich das wieder so ein bisschen ein, hat so ein bisschen auch den Gum-Gum-Style durch die dunklen Farben, die sich meistens eine ganze Runde rumziehen und dann kommt wieder eine, ja, so eine schöne grelle Farbe. So, das ist die erste Socke. Jetzt kommen wir noch mal eben, hupsala, nicht so viel Krach machen, zu der zweiten Socke. Da ist nämlich auch schon einiges passiert. Die ist auch schon ein bisschen weit gekommen. Und wie man sieht, die verhält sich jetzt wieder ganz anders. Also oben am Schaft sieht sie relativ gleich aus. Ne, kann man nebeneinander halten. Passt, oder? So. Das kann man also so durchgehen lassen. Aber hier nach der Ferse kriegt die sich wieder ein und macht das Gleiche wie oben. Also am Fuß sehen die dann definitiv unterschiedlich aus. Warum auch immer. Ich habe die gleiche Maschenanzahl, die gleiche Nadelstärke und natürlich wieder gestrickt hier auf meinen kleinen süßen Chaugo-Rundstricknadeln. Ich liebe diese Dinger. Also habe ich heute ja, war ich ja wieder bei meinen Schwiegereltern, habe dann da auch ein bisschen weiter gestrickt und mein Schwiegervater dann, ich sehe ja gar keine Nadeln. Wieso strickst du die? Wie strickst du das denn ohne Nadeln? Ich sage, nee, nicht ohne Nadeln. Guck hier. Oh, du klein, das kannst du. Ja, kann ich. Ja. Ne? Also wieder 0815 Standard, aber halt Monster Poops und Bam in your face. So, die zweite Socke sollte wohl spätestens morgen fertig werden. Ich bin ja morgen dann wieder bei Peggy. Übrigens, wisst ihr, wie ich Socken stricke? Ich mache das nicht, dass ich reinzähle. Ich lege die einfach aufeinander und sage, ja, passt. So, ne? So passt ungefähr, ne? Ich zähle keine rein. Das mache ich nicht. Kann ich gar nicht. Bin ich viel zu doof für. Ich habe auch na, hier elektrischen, so einen elektronischen Reihenzähler habe ich, aber den benutze ich eigentlich nicht. Guck mal, Sean das Schaf. Habe ich mir auch in Duisburg gekauft. Und das ist noch von, habe ich auch noch bei Milo Bags gefunden. Kleinen lila Bärentatze mit Glitzer da drin. Ja, jetzt laufe ich so ein bisschen rum wie so ein Paradiesvogel. Muss ich aber haben. Und da ich ja nicht nur Socken stricke, sondern auch noch diese Wolle, die ich mal gekauft habe, Samlin Dye Works. Das Logo sagt euch vielleicht was. Ich weiß nicht, wie das gehört, ob man das so rum sehen soll. So rum ist die Karte, aber ich glaube, das Logo gehört entweder so rum, obwohl das so rum mehr Sinn macht, ne? Egal. Ja, also ich glaube, die braucht man auch nicht vorstellen. Die kennt man, Samlin Dye Works. Ist, glaube ich, recht bekannt. Hat zumindest Miriam gesagt. Ich kannte sie vorher nun nicht, aber hat so eine ganz schöne, tolle Wolle. Hatte ich ja auch eine Hohenlohe gekauft, hatte ich ja schon gezeigt als Strang. So, gewickelt und angeschlagen hatte ich natürlich, das wohnt in meiner Wolle Holiker Tasche. Warum auch immer das da drin wohnt, ich weiß es nicht. Eigentlich ist das meine Einkaufstasche, wenn ich bei Wolleholika bin. Dann sollte ich die eigentlich immer mitnehmen. Ich habe auch schon ein paar Mal vergessen, deswegen habe ich schon zwei davon, glaube ich. Ich glaube, ich habe schon zwei davon. Egal, ich habe angeschlagen einen Pullover mit einem, wie es jetzt aussieht, recht hohen Kragen. Der wird aber nochmal umgelegt. Und wird dann quasi innen nochmal angenäht, sodass er quasi wie eine Biese. Ich wollte es eigentlich auch zusammenstricken, das hat bloß nicht geklappt. Ich bin immer irgendwie ab von Hoff gekommen. So. Dann ist das eigentlich ein Stino Raglan. Ich habe aber in die Raglan-Linie kleine Zöpfe, habe ich da eingebaut. Kann man das sehen? Ich weiß nicht. Ach. Lässt sich schwer einfangen. Auf jeden Fall sind hier kleine 2 über 2 Zöpfchen drin. Alle vier Reihen einmal verkreuzt quasi. Immer nur in eine Richtung verkreuzt. Dass das also quasi kein Zopf, eher so ein Schlängeldings ist. So, und das soll dann nachher, wenn das unter den Armen zusammengeführt wird,
habe ich ja jeweils zwei Zöpfe von den beiden Seiten und die sollen dann als Vierfach Spirale an den Seiten runterlaufen. So hatte ich mir das gedacht. Und ja, der Rest bleibt leider wieder Stino. Ich bin da immer recht einfallslos, beziehungsweise ich mache mir erst einen Kopf, was möchte ich für ein Muster machen? Und dann fängt das ja an, ne? Dann habe ich ja nachher eine gewisse Maschenanzahl und dann muss ich mir ja praktisch ein Muster überlegen, was dann auch auf diese Maschenanzahl passt und dass ich das dann über die Raglanlinien weiterführe mit den Zunahmen. So, das ist ein bisschen, kriege ich immer nicht so ganz. Und dann fange ich einfach, stricke ich einfach erstmal weiter und ja, und dann ist es meistens doch nur ein Stino-Pullover. Aber Maschenbild gefällt mir ganz gut. Bei der Wolle, ich habe das natürlich wieder mit meinen Schaugo. Ich glaube, in Nadelstärke 3,5, glaube ich, stricke ich das. Das habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht mehr in der Hand gehabt. 3,5 ist das ja. Weil ich jetzt im Moment bei den Socken bin und ja, wie gesagt, arbeitstechnisch halt nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Das ist jetzt mein erster Strang. Das habe ich damit gestrickt. Also ich glaube, ich komme da gut weit mit. Ich habe 5 Stränge davon mitgenommen. Also den kann ich, glaube ich, bodenlang stricken. Ja, weiß ich nicht. So, meine Lieben, das war es, was ich heute zu berichten habe. Ja, ich habe, glaube ich, auch nichts vergessen, nichts ausgelassen. Was sieht das Wochenende noch für mich vor? Ich werde gleich schön Essen machen. Heute gibt es Chili con Carne mit ein bisschen extra Hackfleisch. Wir haben einfach dieses Dosen-Chili con Carne gekauft mal. Keine Ahnung. Aber da mache ich auf jeden Fall extra Hackfleisch drin rein. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du zugeschaut hast. Ich bedanke mich bei all den lieben Menschen, denen ich auf dem Hohenloher Wollfest begegnet bin, denen ich auf dem Duisburger Wollfest begegnet bin. Ich habe mich echt gefreut. Das waren echt wunderschöne Tage. Duisburg hat mir richtig gut gefallen. Sogar noch einen Tick besser als Hohenloher Wollfest. Warum auch immer, weiß ich nicht. Viele Aussteller habe ich da wieder gesehen. Aber auch viele andere Aussteller natürlich, wie Pearl & Knit, die ja zum Beispiel nur in Duisburg waren. Und da war ich total scharf drauf, die mal kennenzulernen. Ich hänge euch gleich noch so eine kleine Video- und Bildershow hinten dran. Und dann sind wir auch schon über 1 Stunde. Und jetzt ist auch langsam mal Zeit, dass wir hier zum Ende kommen. Sonst wird euch das auch zu lang, glaube ich. Ja, mein nächstes Video wird es vermutlich auch wieder in 2 Wochen geben. Das heißt, wir haben jetzt einmal einen Verrutsch, ne? Einmal sind wir jetzt um 1 Woche verrutscht, ist aber nicht so schlimm. So bleibt es spannend, ne? Genau. So, heute Abend gibt es noch das Shop-Update von Wolleholika. Würde ich euch gerne noch mal eben darauf hinweisen, wenn ihr da Bock drauf habt. YouTube könnt ihr Wolleholika auch abonnieren. Macht ganz viele Videos im Moment. Also da ist richtig, die ist richtig aktiv. Kriegt man schon richtig Angst. Man kann gar nicht mehr allem folgen, was sie so erzählt. Da haben wir schon echt gut zu tun. Ja, und bis dahin, ne? Also, habe ich sonst auch nichts weiter zu erzählen. Ja, demnächst passiert jetzt erstmal nicht so viel. Ich, ne, keine Wollfeste im Moment. Das nächste, was ich auf dem Zettel habe, ist, glaube ich, dann Nähe Bremen. Oh Gott, wie der Ort heißt, weiß ich auch nicht mehr. Im August soll noch irgendwas sein, aber das sind dann wahrscheinlich wieder Wollfeste, die weiter weg sind. Also so hier bei uns im norddeutschen, nordwestdeutschen Raum gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Sachen. Da muss man mal gucken. Aber es gibt noch ein Strickwochenende in Nordenham. Da muss ich mich noch mit der Nancy in Verbindung setzen, dass ich da auch mit bei sein darf und erstmal gucken, wo das ist. Also es soll wohl in Aberhausen, also bei Nordenham sein. Schauen wir mal, wo das da ist. Das wird bestimmt lustig und ja, bis würde ich sagen, bis in 2 Wochen. Lasst euch nicht ärgern, strickt was Schönes und denkt immer dran, was euch gefällt, ist schön. Bis dann. Tschüss. Hallo, da ist es nun, mein Spinnrad, das ich über eBay erworben habe. Schon ein etwas älteres Modell. Sieht relativ gut erhalten aus. Aber ich zeige euch mal das Problem. So. Ach,
komm mal hier. So, das ist ganz schwer und vor allem laut. Also das ist fast unmöglich zum Laufen zu kriegen, so wie es jetzt ist. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal komplett auseinanderbauen, reinigen und fetten. Und dann, ja, gibt's Step-by-Step Fotos dazu. Also ansonsten sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Es ist aber halt, ja, hat lange rumgelegen. Und man kann es wohl tatsächlich zum Spinnen verwenden. Wir schauen mal. Erstmal steckt jetzt jede Menge Arbeit drin. So, das war jetzt der einfache Part. Schon mal alles auseinandergenommen. Warm ist das heute. Gar nicht gedacht für solche Arbeiten. So, und jetzt geht es erstmal ans Reinigen. Dafür habe ich mir eine Schale mit Essigwasser gemacht und werde da mal vorsichtig dran rumschrubben. Ich hoffe, dass ich da nicht viel feilen muss. Aber fetten und ölen nachher und dann wieder zusammenbauen. Schauen wir mal.